Servus und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir können jetzt tatsächlich unsere Suche in der verbotenen Oase fortsetzen. Allerdings ist es sehr unübersichtlich, habe ich schon festgestellt. Es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Abzweigungen, Laufwege, was auch immer. Das ist schon echt eine Katastrophe. Und jetzt gerade irgendwo geklingelt. Ach, da oben die Leiter, alles klar. Da leuchtet doch irgendwas. Wo ist denn das? Ach, hier oben. Elisabeths Garten, ja, sehr schön. So, immer wieder ein Büchlein, das wir lesen können. Wie gehabt, könnt ihr es gerne in der Aufnahme pausieren, wenn ihr es lesen möchtet. Ich lese nicht alles vor. Mal ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Ich könnte natürlich einmal hier nochmal im Kreis latschen. Obwohl, ich mache das mal offscreen, also außerhalb der Aufnahme, denn ich glaube nicht, dass dort oben in dem Wüstenbereich noch großartig viel zu sehen ist. Deswegen wäre es vielleicht ein bisschen öde, wenn ich euch jetzt zeige, wie ich da Ewigkeiten durch den Staub latsche. Oh, hier haben wir noch eine Scherbe. Nehmen wir gleich mal mit. Wer entwirft denn bitte ein Bauwerk, bei dem man so viele Schlüssel braucht, um reinzukommen? Was? Wovon redet er denn gerade? Er meint da nicht etwa das komische Dingsterbums da, dieser Tempel oder was auch immer das ist, die mit den Scherben? Weil anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Hier scheint aber irgendwo ein Viech zu existieren. Wo ist das denn? Oh, hier haben wir eine Leiter. Da gibt es aber nichts. Von daher können wir uns den Weg sparen. Uiuiui. Ja, also ist echt extrem unübersichtlich. Oh, da war gerade so ein Prophetinnen-Lorbeer. Da brauche ich ja noch ein paar mehr davon, um halt mal die Tränke aufzurüsten. Aber haben wir schon mal einen gefunden. So, was haben wir denn hier noch? Hier können wir weiter nach oben gehen. Und da ist wieder ein Okular rum. Haben wir hier sonst noch irgendwas rumzuliegen? Hier haben wir was zum Beanspruchen. Baufällige Säulen. Nummer 1. So, haben wir denn die nächsten? Nummer 2. Das Schlimme ist, wahrscheinlich liegen die irgendwo in Bereichen, in denen ich schon mal war. Muss da nochmal hinlaufen. Nummer 3 und wo ist Nummer 4? Ah, da drüben. Okay, Nummer 4. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich auch alle markiert auf der Karte. Also es dürfte jetzt eigentlich nichts mehr versteckt sein an Splittern. Ja, mit Sicherheit irgendwelche Sachen, die ich schon mal
betreten habe. So, jetzt gehen wir hier hinten runter, damit wir dann gleich zu der Sehenswürdigkeit da drüben kommen. Also hoffentlich. Hep. So, da unten haben wir auch noch eine Kiste. Die holen wir uns mal eben. Nee, da will ich erstmal nicht runter. Das Blöde ist halt. Von hier aus komme ich ja gar nicht mehr hoch, oder? Nee, da komme ich nicht mehr hoch. Okay, dann können wir uns den Weg hier sparen. So, dann sind wir wieder an der Stelle. Dann können wir jetzt einmal hier links abbiegen und die Sehenswürdigkeit beanspruchen. Und hier lag was. Ah, okay. Nur was zum Plündern. Warum hat der denn bitte schon so einen großen Kopf in der Hand? Sieht etwas sehr schräg aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn Schönes hier? Das Gewicht des Krieges. Skizzen der Statue aus verschiedenen Blickwinkeln füllen mehrere Seiten des Tagebuchs. Ich kenne diese Pose. Sie steht oftmals für die Last, die jene tragen müssen, die durch das Schwert sterben. Normalerweise hat die Figur oder der Kopf ihres Feindes Merkmale zur Identifizierung. Aber das ist hier nicht der Fall. Vielleicht ist ja auch die Anonymität die Botschaft. Kein Anspruch auf persönlichen Ruhm, nur gelassenes Akzeptieren der Pflicht. Angesichts der Verbindung der Grate mit den Wächtern eine durchaus passende Aussage. Ja, wenn sie der Meinung sind, ne, dann ist es wohl so. Jetzt haben wir hier drüben noch eine Sehenswürdigkeit. Die holen wir uns natürlich auch gleich. Holzbrücke. Ja, sehr schön. Wunderbare Sehenswürdigkeit. Ein Laufsteg gebaut von der Envers Bergbaugesellschaft in eine Planke, sind ein paar Worte geschnitzt, die kaum noch leserlich sind. Verbringe deine Zeit mit einem weiteren Tag. Immer dasselbe, aber der Lohn macht dich reicher mit einem Schlag. Ja, so kann man sich natürlich auch über Wasser halten. Mit solchen Parolen. Ach, mein Gott, ey, das ist wirklich so unübersichtlich. Wo ist denn eigentlich das zweite Lager? Kontrolle über die Oase. Da war ich jetzt leider noch nicht. Ich dachte eigentlich... Da drüber, wie komme ich denn da schon wieder hin? Uiuiui, ja. Also wie man sieht, man hat hier reichlich Laufwege, die man nehmen kann. So, hier komme ich ja leider nicht hoch. Da ist, glaube ich, aber auch nichts drauf, wenn ich das so richtig sehe. So, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal hier hochzugehen. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal möchte ich mal ganz kurz schauen, ob ich hier noch irgendwas auf dem Plateau habe, was es einzusammeln gilt. Weil dem scheint irgendwie nicht so zu sein. Nee, okay, das sieht alles überschaubar aus. Und dann gehen wir jetzt direkt mal hier in den Bereich hier rechts, der noch zu sehen ist, hier drüben. Da geht eine Leiter hoch, okay. Na, hier sind wir zumindest schon mal in der Nähe von der Scherbe.
Envers Bergbaulager. Da ist noch ein Beutel, den wir durchsuchen können. Ja, es ist tatsächlich immer ganz gut, dass es dieses Klingeln gibt, wenn man da auf Suchen drückt. Also wenn man einmal die Umgebung durchsucht. Sonst würde man wahrscheinlich Ewigkeiten an so einem Zeug vorbeirennen. Aber leider braucht man halt immer noch eine Line of Sight, also eine Sicht, eine direkte, um halt die Dinge auch tatsächlich zu sehen. Ah, man, schon wieder eine Höhle. Aber ich glaube, ich gucke erstmal draußen hier die Gegend an, bevor jetzt schon wieder in die nächste Höhle reinstiefeln. Uiuiui, sollte man mal nicht runterspringen. Soll ich mal noch eine Leiter nach oben? Die dürfte wahrscheinlich dann zu der Sehenswürdigkeit... Oh mein Gott. Sehenswürdigkeit führen. Ja, wäre ich fast runtergefallen. Ich mal ein gutes Stichwort mal zwischenspeichern. Mal gucken, ob hier am Ende des Laufwegs noch irgendwas zu finden ist. Nee, leider nicht. Herunterklettern? Nee, will ich nicht. Cassandra, nicht runterspringen, ne? Auch wenn du das Leben satt hast, kannst du noch ein bisschen warten. Kann sich auch einfach vom nächstbesten Dämonen töten lassen. Also, das wäre zumindest ehrenhafter. Oh, da oben ist der Riss. Sehr schön. Aber erstmal gehen wir hier ganz hoch, um die Sehenswürdigkeit zu beanspruchen. Mal gucken, was diesmal ist. Wahrscheinlich Holzturm anstatt Holzbrücke oder sowas. Fast abzusehen. Envers Bergbaugesellschaft. Die Arbeit in dieser Anlage ist nicht mehr profitabel. Der Betrieb wird offiziell am 13. Justinian 9.39 des Zeitalters des Drachens eingestellt. Alle Arbeiter werden für ihre Zeit gerecht entlohnt. Wer an weiterer Anstellung interessiert ist, meldet sich bei unseren Vertretern in Valvirim. Virmin. Okay. Ja. Oh mein Gott. Jetzt kommen die alle hochgelaufen. Vermisst ihr manchmal das Leben unter der Erde? Den Ruf des Steins? Nein. Was auch immer dieser ominöse Stein gewesen sein mag. Er war schon weg, als meine Eltern mich gekriegt haben. Aber fehlt er euch? Wie sollte mir etwas fehlen, das ich nie hatte? Aber nehmen wir mal an, ich hätte diese Verbindung zum Stein. Was würde sie mich kosten? Würde ich meine Freunde hier oben verlieren? Würde ich aufhören, Geschichten zu erzählen? Ich mag mich, wie ich bin. Wenn ich Lieder hören will, gehe ich in eine Taverne. Was wollt ihr? Irgendwie hätten wir den Text da schon mal. Dann bis zum nächsten Mal. Was wollt ihr? Ihr seid den weiten Weg hierher gekommen, um altes Minengerät auszuschlachten? Ich wollte vor allem in diese eine Höhle. Hab dort Sachen aufbewahrt. Aber dann wurde das verfluchte Ding von Spinnen überrannt. Ich hatte meinen Ehering dort versteckt. Okay, ist natürlich interessant, dass sie jetzt den weiten Weg hierher gefunden hat. So, jetzt haben wir auch zu labern. Mal die Backen halten bitte und... Hallo, Riss. Hallo, Riss. Hallo? Soll das so sein? Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht, aber... Nun gut, wir ignorieren das einfach mal, dass das so ist. Naja, ich denke mal, der wird verbuggt sein, also... durchaus möglich, dass da mal noch ein Patch kommt in den nächsten Tagen, der das behebt vielleicht das Problem, wenn es denn bekannt ist.
Ich habe übrigens schon herausgefunden, im Wasser kann man nicht schwimmen. Also sobald man in tieferes Gewässer kommt, wo der Charakter nicht mehr stehen kann, ohne unter Wasser zu sein, ertrinkt man. Schlicht und ergreifend. Also, ja, was heißt ertrinken? Ertrinken tut man nicht so wirklich. Man wird dann irgendwo ein Stückchen weiter weg an Land gespült, sozusagen. Ich habe das mal in... Wo war denn das? Ach, an der Sturmküste habe ich das probiert. Und dann bin ich direkt ins Meer gesprungen. Da wurde ich dann an Land gespült am Strand. Bei einer Leiche gefundene Notiz. Die Notiz ist verkohlt, aber ein Teil ist noch lesbar. Die Fackel wird sie zerstreuen oder anlocken. Nein, zerstreuen. Ich bin ziemlich sicher. Und ich fürchte, das wird sich um diese Höhle handeln. Vermutlich ist sie spinnenverseucht. Ich ahne Schlimmes. Und ich hasse Spinnen wie die Pest. So, von dort sind wir gekommen, sehe ich das richtig? Ja, sind wir. Da ist der E-Ring, den können wir uns gleich schnappen. Oh man, so viele Splitter noch unterwegs. Und wie gesagt, so viele Wege, die ich wahrscheinlich noch nicht erforscht habe. Naja, was soll's. So, dann schauen wir uns mal nach dem E-Ring um. Und hier kommt da schon ein Viehzeug angeschissen. Was haben die denn für ein Level hier? Auch Level 12, okay. Aber ist natürlich blöd, dass es gleich... Oh mein Gott, das kommt da denn alles. Moment. Nee, aber das sind mir ein bisschen zu viel auf einmal. Oh mein Gott, jetzt ist aber nichts wie weg. Ich ziehe mich zurück. Jeden, Alter. Lauf zu. Das ist schön, wie die mal rausteleportiert werden. Tränke habe ich jetzt leider keine mehr. Und das ist auch das richtige Stichwort. Ich mache erstmal eine kleine Pause. Die Helden brauchen ganz dringend Erholung. Ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es wieder ist, Let's Play Dragon Age Inquisition. Und dann räumen wir mal die Höhle da oben aus. Denn das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.